Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Ich habe Ihnen heute einen Zeitungsartikel mitgebracht. Ja? Es hat gereicht für den Aufmacher, die irren Corona-Regeln in Berlins Schulen. Ja? Also ich will jetzt nicht den ganzen Artikel hier vorlesen, aber so auszugsweise, Berlin tanzt oben ohne, aber die Schüler müssen weiter Masken tragen. Hier unten steht eine Grafik, aus der erkennbar ist, wir haben plus minus null Intensivpatienten, ja, das liegt bei 52, Todesfälle plus null, also die Inzidenz liegt bei knapp 70. Zwar steigen die Inzidenzen stärker, aber die Krankenhauszahlen bleiben moderat. Nun gut, also es gibt wirklich viel Kritik anzumelden. Und das Schöne ist ja, dass Herr Schupelius die Dinge manchmal so richtig gut mal wieder auf den Punkt bringt. Und in Bezug auf die Schulen ist das dieser kleine Artikel. Befreit die Kinder in der Schule von der Pflicht zur Maske. Ich mach's mir mal gemütlich und lese Ihnen das einfach mal vor. Ja. Befreit die Kinder in der Schule von der Pflicht zur Maske. Alle Schüler in Berlin müssen noch mindestens bis zum 5. September in der Schule eine medizinische Gesichtsmaske tragen. Der Senat verlängerte die Frist am Dienstag. Ursprünglich sollte die Maskenpflicht nur für die ersten beiden Wochen nach den Ferien gelten. Zum wiederholten Mal konnte der regierende Bürgermeister Müller, SPD, für diese Entscheidung keine stichhaltigen Argumente liefern. Offenbar weiß niemand, ob die Maske in der Schule überhaupt sinnvoll oder notwendig ist. Dazu wurden bisher keine Untersuchungen in Auftrag gegeben. Viel intensiver als um die Schulen bemühte man sich stattdessen um die Clubs. Gemeinsam mit der Clubkommission suchte der Kultursenator im Juli insgesamt 2110 Testpersonen für ein Pilotprojekt aus, die 10 Tage lang ohne Maske und Abstände tanzen durften. Und siehe da, es gab keine Infektionen. Die Testpersonen in den Clubs waren geimpft oder negativ auf Corona getestet. Auch die Schüler müssen sich einem Schnelltest unterziehen, 3-mal pro Woche. Warum sollen sie eine Maske tragen, wenn im Club ohne Mund- und Nasenbedeckung getanzt werden kann? Tja, und wo bleibt das Pilotprojekt an den Schulen? Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern heben die Maskenpflicht am Montag für Grundschüler auf. Nicht einmal das ist in Berlin möglich. Müller verweist auf die hohe Inzidenzzahl bei Kindern und Jugendlichen und sagt, wir bleiben vorsichtig. Dabei unterschlägt er die Tatsache, dass Kinder und Jugendliche nach einer Infektion weitgehend ohne Symptome bleiben oder fast immer nur leicht erkranken. Die 7-Tage-Inzidenz kann für diese Altersgruppe kein sinnvoller Maßstab sein. Das bestätigen inzwischen alle Experten. Diese Erkenntnis hat sich eigentlich in der Politik durchgesetzt, nur im Berliner Senat offenbar nicht. Dort befasst man sich auch nicht mit der Auswirkung der Maske auf Gesundheit und Wohlbefinden. Es wird einfach behauptet, gesundheitliche Probleme seien nicht zu erwarten. Aber es gibt auch Studien, nach denen die Atmung unter der Maske doch beeinträchtigt wird. Und nicht nur das, schon im November 2020 stellten die Vertreter der Verbände der Kinder- und Jugendmediziner Deutschlands in einer gemeinsamen Stellungnahme fest, dass Kinder die Maske als unangenehm und störend empfinden. Die Kommunikation wird eingeschränkt, weil das Lesen von den Lippen entfällt und der Gesichtsausdruck schlecht erkennbar ist. Außerdem dämpft die Maske die Stimme ab und filtert hohe Frequenzen heraus, was die Verständigung erschwert. So entsteht Stress, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit nehmen ab. Und das über einen Zeitraum, der fast einem ganzen Arbeitstag entspricht. Wenn wir unseren Kindern diese Einschränkungen weiter zumuten, dann müssen wir wissen, wofür dieses Opfer gebracht wird. Dann haben wir ein Recht auf eine Begründung. Müller und die Senatorinnen Kalaitschi und Ceres, die alle schon bald nicht mehr im Amt sein werden, scheinen sich nicht die Mühe zu machen, eine solche Begründung zu liefern. Gut.
was soll der Baumer dem noch hinzufügen? Ja? Ich habe doch eigentlich schon alles gesagt. Ja? Ein bisschen noch zitieren aus meinen Videos und weg mit diesen ganzen Maßnahmen. Bitte schön. Danke.